Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 13. August 2018. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, nachdem es jetzt längere Zeit, also über eine Woche, kein Tageshoroskop gegeben hat, soll es jetzt wieder regelmäßig damit weitergehen, um euch auf den neuesten Stand zu bringen, was die astrologischen Konstellationen anbelangt. Vielleicht jetzt ein kurzer Rückblick und ein kurzes Status quo, bevor ich daran gehe zu schauen, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden. Der Rückblick besteht darin, dass wir jetzt am Sonnabend, am vergangenen Sonnabend, war Neumond im 20. Grad des Löwen. Eine sehr interessante Stellung, die sehr viel damit zu tun hat, die Dinge in unserem Herzen wahrzunehmen, herauszufinden, ob wir ein Leben aus dem Herzen führen können, beziehungsweise welche Ego-Strukturen, welche Gedanken, welche Muster oder welche zwanghaften Verhaltensweisen uns daran hindern, aus dem Herzen zu leben. Dieser Neumond markiert den neuen Sonne-Mond-Zyklus, der die nächsten 29 Tage andauern wird. Und der Mond ist inzwischen zunehmend. Wir sehen hier die Sonne im Löwen im 21. Grad. Wir sehen hier den Mond aktuell heute Morgen im 17. Grad der Jungfrau. Das heißt, der Mond strebt von der Sonne weg. Er ist zunehmend. Wir sind jetzt in der zunehmenden Phase, was grundsätzlich bedeutet, dass jetzt alle Dinge zunehmen dürften. Aber wir sind immer noch in der Phase, in der Merkur und Mars und auch Saturn unter anderem rückläufig sind. Besonders schwer wiegt dies bei Mars und Merkur. Und deswegen haben viele Menschen das Gefühl, dass es in dieser Zeit nicht richtig vorangeht, dass sie in gewisser Weise antriebslos sind. Viele schieben das dann auf das Wetter, die lange heiße Phase, die ja astrologisch gesehen auch durchaus mit dem rückläufigen Merkur in Verbindung stehen kann, wie manche Astrologen sagen. Aber es ist ganz klar, wenn sowohl die Energie wie das Denken sich rückwärts entwickelt, dass da nicht viel Antrieb da ist, dass es keine Zeit ist, in der man neue Projekte oder neue Dinge vorantreibt, sondern es geht mehr darum, über die Dinge, die sind und gewesen sind, zu reflektieren und darüber nachzusinnen, welche Strategien, welches Denken, welche Energien ich mir vornehme für die Zeit, wenn diese Planeten wieder direktläufig werden, um die Dinge, mein Leben, meine Anliegen nach vorne zu bringen. Merkur wird kommenden Sonntag, also am 19. im 12. Grad des Löwen, wieder direktläufig werden. Wir haben ihn also diese Woche noch rückläufig. Bei Mars dauert es noch bis zum 27. bis Montag, den 27. August, also noch 2 Wochen, bis er wieder direktläufig wird. Mars ist heute in seiner Rückwärtsbewegung aus dem Wassermann zurückgekehrt in den Steinbock, wo er jetzt noch die nächsten Wochen bleiben wird, bis er dann aufgrund seiner Direktläufigkeit wieder zurück in den Wassermann geht. Mars im Steinbock bedeutet, dass vielleicht manche Dinge noch schwergängiger werden, dass es aber wirklich darum geht, tief in die Struktur einer bestimmten Angelegenheit oder bestimmter Dinge einzugreifen, um dort in der Tiefe bestimmte Schalter zu verändern. Was wir an Geduld und Disziplin aufbringen können, sollten wir aufbringen, um aus dieser Konstellation das Bestmögliche rauszuholen. Gut, wie gesagt, die Sonne im Löwen hier im 21. Grad, das heißt, es verbleiben uns jetzt noch 9 Tage mit der Sonne im Löwen, wo wir das Prinzip der Selbstverwirklichung voranbringen können. Der Mond ist heute noch im Zeichen Jungfrau. Er wird morgen früh um kurz vor 7 ins Zeichen Waage wechseln. Mit Mond in der Jungfrau ist immer eine gute Konstellation, Dinge zu bewältigen, den Alltag zu regeln, fleißig sozusagen im Alltag zu arbeiten, zu putzen, zu regeln, zu ordnen, hier und da was zu wegzuräumen. Und das gilt auch für unser Inneres. Jungfrau ist ja auch vor allem das Zeichen der inneren Ordnung, dass wir im Grunde schauen,
welche Gefühle, welche Körperaktivitäten, Körperwahrnehmung und welche Gedanken aktuell in uns gerade vorhanden sind und ob wir vielleicht das eine Gefühl oder den einen oder anderen Körperbereich, der sich gemeldet hat, überbewerten, dass wir die Dinge in die richtige Position bringen. Weg frei ist dann für die Begegnung in der Waage mit dem Morgen, mit der Mond in der Waage bis zum Donnerstagmorgen ist eine Zeit dann der erhöhten Begegnung, weil der Mond in der Waage unsere Fähigkeit, unser Potenzial, unsere Möglichkeit, anderen zu begegnen, anderen offen gegenüberzustehen, erhöht. Venus ja inzwischen auch in die Waage gewechselt, Alligkeiten. So, das soll es für heute für das erste Tageshoroskop nach der Pause gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche uns allen einen schönen Wochenanfang, einen schönen Montag und sage Tschüss, bis morgen.